Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um die Verjüngung unserer Haare und das wird natürlich super interessant mit unserem Gast Andrea Brandt. Sie ist seit über 30 Jahren Meisterin für die Haare und auch Buchautorin und wir werden jetzt mal ein paar Tipps und Tricks erfahren, wie wir unsere Haare wieder jünger werden lassen können. Bleiben Sie dran! Hallo, liebe Andrea. Schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, dieses Haarthema ist ja wirklich sehr speziell immer. Gell? Man weiß ja nicht so richtig, was mache ich denn da jetzt richtig, was mache ich falsch, wo ist es zu heiß, dann lasse ich es Luft trocknen oder föhnen und also ich habe Fragen über Fragen. Sehr schön. Freue mich. Sehr schön. Was heißt denn für dich Haare verjüngen? Genau, also für mich ist das halt immer, ich bin wirklich mit Leidenschaft Friseur. Für mich ist wirklich ein optisch schönes Haar auch immer wichtig, aber natürlich auch ein gut ernährtes Haar. Es bedeutet einfach immer wieder, Haut, Haare, Nägel werden als letztes versorgt im Körper. Und man muss halt einfach gucken, wie viel Nährstoffe gibt man dem Haar von außen, dass es wirklich schön ist, und wie viel Nährstoffe gibt man dem Haar von innen. Und ein Haar wächst ja nun immer wieder neu vom Ansatz nach, ne, wie unsere Haut auch, die sich immer wieder erneuert. Von daher hat man ja immer wieder die Chance, in dem Moment, wo man alles richtig macht, vermeintlich richtig, aber sich bemüht, dem Haar, was nachwächst, wieder die Chance zu geben, das beste Haar meines Lebens zu sein. Mhm. Von daher, ja, kann man natürlich das Haar immer wieder, man hat immer wieder die Chance, es zu verjüngen. Schön. Die Faktoren, die wiederum diesen Alterungsprozess fördern, was sind für dich da so diese schlimmsten Geschichten, die wir aktuell anwenden? Genau, also für mich fängt es eigentlich immer schon an, wenn ich eine Kundin bei mir im Salon habe, die jetzt neu zu mir kommt, fange ich wirklich bei Basics an. Basic bedeutet, wie wasche ich richtig Haare? Das hat natürlich, eigentlich wird man darüber gar nicht richtig informiert. Man macht es einfach. Richtig müsste es wirklich heißen, Kopfhaut waschen, nicht Haar waschen. Weil unser Haar, also angenommen jetzt so meine Haarlänge ist die Spitze 4,5 Jahre alt. Man muss dann überlegen, in 4,5 Jahren, was hat das Haar alle erlebt? 4,5 Jahre Sommer, Winter, Föhn, Stylingprodukte, Haarfarbe, Waschen. Jegliche Emotionen sitzen hier drin, jede Diät sitzt da drin, jede Krankheit. Wenn man so dann einen Angora-Pulli waschen würde, wie man sein Haar wäscht, hätte man schon längst einen kleinen Filzbobbel. Das Haar verzeiht super viel. Von daher ist meine Empfehlung halt immer an die Kunden, dass ich sage, wirklich das Haarshampoo auf eine Hand drauf zu geben, so ein bisschen in der Hand aufzuemulgieren und dann das Shampoo direkt auf die Kopfhaut aufzutragen. Und nicht so, in der Regel macht man ja so zacki, zacki, zack, richtig aufgeschäumt, schaum, schaum, schaum und dann hierhin. Und hier wird losgeschäumt. Und von da wird probiert, diesen Schaum auf die ganze Kopfhaut zu bekommen. Das Haar wird noch richtig eingewuschelt. Und ein Shampoo ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, waschaktive Substanzen. Es ist nichts anderes wie ein Briel. Ne, so diese, es setzt sich auf der einen Seite an das Wasser, auf der anderen Seite an Fette. Und dem Shampoo ist es ganz egal, an welche Fette es sich andockt, ob an unsere Fette auf der Kopfhaut oder an unsere Fette in den Haarlängen, sondern es nimmt einfach Fette. Von daher muss ich steuern, wo bringe ich das Shampoo hin, damit ich meine Haarlängen nicht entfette. Sprich, also wirklich dann die Kopfhaut zu waschen und nur die Kopfhaut aufzuemulgieren. Und wenn man dann natürlich das Haarshampoo wieder abspült, läuft es ja durch die Längen durch. Und das reicht auch aus, um Schaumfestiger oder Pollen oder whatever auch rauszunehmen. Ne? Man muss die Längen nicht aufschäumen. Mhm. Und schon gar nicht, wenn sie 4,5 Jahre alt sind und man wäscht jeden zweiten Tag. Ne? Da ist es ein Wunder, dass das Haar überhaupt noch so schön ist. Von daher
müsste es eigentlich Kopfhautwäsche heißen und nicht Haarwäsche. Mhm. Es gibt ja auch unterschiedlich eine Bandbreite an Shampoos, ja, wo man wirklich sagt, hier, das sind welche mit Parabene und ich bin jetzt nicht so der Experte. Und dann gibt es aber wieder welche, die sind total ohne alles. Bei manchen Shampoos hat man so das Gefühl, danach ist die Kopfhaut so total rein. Und bei manchen Bio- oder ganzheitlichen hat man so das Gefühl, da ist eigentlich mehr Fettfilm drauf als wie davor. Also was kannst du dazu sagen? Was sind das alles so für Parameter, wo ich wirklich beim Shampoo auch drauf achten muss? Also tatsächlich ist es wirklich so, dass das Günstigste nicht das Beste ist. Da sind einfach, es hat keine Nährstoffe. Man könnte dafür auch ein Priel nehmen. Mhm. Ne? Das ist wirklich, und es ist nicht so, dass der Friseur an dem teuren Shampoo oder das Shampoo nur so teuer ist, damit der Friseur viel dran verdienen kann, sondern es ist einfach eine andere Herstellungsweise. Es sind kaltgepresste Öle drin, bestenfalls natürlich kein Mikroplastik oder kein hormonverändernde Inhaltsstoffe, die dann auf den Körper wirken. Aber da muss man natürlich selber gucken, was spricht einen an, wie viel Bio. Also ich bin in meinem Salon nie richtig Bio geworden, obwohl ich mehrere Anläufe genommen habe, weil mir tatsächlich die Bio-Serien zu wenig gegeben haben. Also meinem Haar zu wenig Nährstoffe, zu wenig Rücksicht genommen haben auf auch, ich will ja auch Volumen. Ich will ja nicht nur, dass mein Haar sauber ist, sondern ich möchte hinterher Volumen, ich möchte Glanz, dass sich die Schuppenschicht wieder zusammenzieht. Ich möchte ein gut genährtes Haar und das hat mir das, was ich ausprobiert habe, ich meine, privat ist nochmal ein bisschen was anders, aber im Salon so für die breite Masse habe ich nichts gefunden, was wirklich mega, mega top war. Ich für mich gehe jetzt so einen Zwischenweg, wo wirklich ethisch rein auch für den Körper nichts wirkt, ne, nichts doof wirkt, die Umwelt nicht ausbeutet, wo man einfach schauen muss. Aber es ist in der Tat so, dass man ein teures Produkt ein bisschen besser ist wie ein Produkt für 2,10 Euro. Mhm. Das kann einfach. Dann würde ich lieber, wenn man das Geld nicht hat, wo es ja auch wirklich tolle Bücher gibt, wirklich selber eine Haarkur machen, dass man eine Avocado anrührt mit einem Eigelb, ein bisschen Leinöl mit rein. Oder was auch ein wirklich toller Tipp ist, ich liebe Kokosöl für die Haare. Und wenn man das wirklich, also Kokosöl ist ja in der Regel fest, und dann nimmt man so eine Erbsengröße raus, macht das flüssig in den Händen und knetet das abends, bevor man ins Bett geht, wirklich so einfach nur so ins Haar ein, drückt es quasi ein, diese Erbsengröße wohlgemerkt. Und morgens, wenn man aufsteht, ist es eingezogen. Mhm. Und das wirklich über 3 Wochen jeden zweiten Abend macht und danach die Abstände ein bisschen größer. Aber 100% Menschen mit einem dicken Haar, mit Naturlocken, mit einem sommergestressten Haar hat man hinterher ein so viel gesünderes, glänzenderes, schöneres Haar und es ist so einfach. Ach schön, ja, solche Tipps, gell? Früher hat man ja auch dann noch mit Bier und solchen Geschichten. Also würdest du auch sagen, dass diese alten Tipps und Tricks mit dem Eigelb, was gab es denn noch? Eigelb, Bier, Zitrone gab es, glaube ich, auch. Ja, das wurde probiert zum Hellen, Aufhellen der Haare, Zitrone. Genau. Ja, also ich liebe zum Beispiel auch ein alter Tipp, der auch so übernommen ist, ist halt nach dem Haarewaschen kalt abzuspülen. Mhm. Also nochmal einen Tick zurückzugehen, wir sind ja mit dem Haarewaschen noch gar nicht fertig. Ja. Wir haben das Haar jetzt gewaschen mit dem Shampoo, ne, und ausgespült. Und dann ist natürlich immer wichtig, dass man Haare nicht kaputt reißt, dass man sie gut kämmen kann, dass man entweder eine Spülung drüber gibt. Das legt halt nur die Schuppenschicht an für eine bessere Kämmbarkeit, weil alles, was man reißt, Haar ist im nassen Zustand total überdehnbar und dass man es nicht kaputt macht. Oder sogar eine Haarkur, die dem Haar mehr gibt. Also eine Spülung ist immer nur für bessere Kämmbarkeit und eine Haarkur zur Ernährung der Haare. Mhm. Das ist wiederum aber wichtig, dass man die wieder auf die Hand gibt und nur in die Längen macht. Eine Haarkur
Und auch eine Spülung haben halt am Haaransatz nicht zu suchen. Der ist viel zu sehr verhornt. Der kann die Kur gar nicht aufnehmen. Das ist dann immer der Grund. Wenn ich eine Haarkur mache, muss ich erst wieder 3-4 Mal waschen, bis ich wieder Volumen habe. Ich kriege mein Haar nicht mehr hin. Das ist doof. Nee, dann mache ich lieber keine. Ja, das ist mal wieder so in die Hand. Zack, hier oben drauf. Da brauchst du das Haar aber gar nicht, sondern wirklich in die Länge. Also ich habe ja meine Ausbildung bei George Michael gemacht. Das war ja ein russischer Mediziner, der viele Jahre als Friseur in New York gearbeitet hat und aber so medizinisch angelegt war alles durch seine Grundausbildung als Arzt. Und das war einfach mega genial, weil man das erste Mal in seinem Leben das Haar auch von einer anderen Sichtweise gesehen hat. Vorher in der Friseurlehre kriegt man ja gesagt, Haar tot, abgeschnitten, verhornte Materie. Ne? Und plötzlich, wow, was für ein neues Feld öffnet sich da. Ne? So diese Liebe zum Haar, die Liebe zu dieser Materie. Genau, und da haben wir auch gelernt, man soll, bevor man die Haare wäscht, die Haare bürsten. Dann einmal kurz schütteln und entweder mit einem Kamm oder mit den Fingern reingehen. Und ab da, wo man hängen bleibt, im trockenen Zustand, ab da gehört dann im nassen Zustand die Haarkur rein. Ah, das ist ja ein toller Trick, ja, okay. Genau, und da drüber liegt die Schuppenschicht eh an. Und alles, was man da reingibt, macht das Haar nur weich, kein Volumen, matschig, ne, so, genau. Und dann, wenn man die wieder ausgespült hat, was auch so ein ganz alter Trick ist, ist einfach das Haar nochmal kalt nachspülen. Das Wasser ein bisschen runterdrehen, das legt halt die Schuppenschicht am Haar an, macht nochmal eine höhere Durchblutung für die Haarwurzeln. Und das ist einfach auch was man nach jeder Haarwäsche anwenden kann. Es kostet nichts außer Überwindung. Und es macht einfach super schönes Haar. Ja. Ich merke schon auch, dass in unterschiedlichen Regionen, wenn ich da die Haare wasche, dass die Haare anders reagieren. Also ich habe in Deutschland eine schlechtere Haarqualität wie jetzt in der Schweiz zum Beispiel. Ja. Genau, das liegt natürlich an dem Kalkgehalt von dem Wasser auch. Genau, also jedes Wasser ist unterschiedlich, was man gar nicht so unterschätzen darf. Also ein Beispiel war wirklich, wo ich es am eigenen Leib erfahren habe, dass ich einfach bei uns in der Region nur 8 Kilometer auseinandergezogen bin, also weggezogen bin. Und das Shampoo, was ich immer hatte, das war ein reines Feuchtigkeitsshampoo, top war für meine Haare und bin aber dahin gezogen, wo das Wasser sehr kalkhaltig ist. Und plötzlich, das war wie, als hätte ich Putzwolle auf dem Kopf. Das Shampoo und die Haarkur waren gar nicht ausreichend genug für diese starke, kalkhaltige Wasserqualität. Genau, von daher ist das natürlich super wichtig. Gutes Wasser. Ja, und man muss es, wenn man dieses gute Wasser nicht hat, schon ein bisschen mit dem Shampoo ausgleichen oder mit seiner Pflegeserie. Ne? Weil es bedeutet ja oft auch, wenn man im Urlaub ist, ne? Ja. Meistens dann ist das Haar auch total schön und alles gut und zu Hause hat man dann wieder. Was man aber natürlich schon auch machen kann, gerade aufblondierte Haare, gesträhnte Haare, nehmen diesen Kalk auch sehr schnell auf aus dem Wasser und das Haar wird schnell hart. Und da gibt es natürlich mittlerweile spezielle Detox-Shampoos, die halt wirklich das nochmal runternehmen, rausnehmen aus dem Haar, damit einfach die Schuppenschicht wieder besser anliegt. Und genau, und dass das sich nicht so um das Haar drumherum legt, weil es ist wie ein Wasserkocher, ne? Richtig, das setzt sich dann um das Haar an dem Haar fest. Ja. Und dann kann man immer mal wieder aufbrechen, damit wieder Lebendigkeit reinkommt. Jetzt hatten wir das richtige Haare waschen. Was sagst du zu Föhnen? Genau, also ich liebe Ionenföhne, weil sie einfach das Haar von vornherein schöner machen. Ionenföhne trocknen das Haar von innen nach außen, während ein normaler Föhn das Haar von außen nach innen trocknet. Wie kann man sich einen Ionenföhn jetzt vorstellen? Was ist genau, das? Also das Wasser
Protein wird einfach erwärmt und aus dem Haar rausgenommen. Ne? Vielleicht gibt es auch gar keine anderen Föhne mehr. Vielleicht sind alle Ionenföhne wünschenswert, wäre es. Genau, weil das Haar ist von vornherein, wenn man mit einem Ionenföhn föhnt, die Struktur viel beruhigter, nicht so aufgeplatzt, nicht so trocken. Weil es ist natürlich, wenn so ein normaler Föhn mit Wärme und es ist zu heiß, also Hitze ist natürlich nie gut, den Föhn möglichst nicht auf die größte Stufe stellen, sondern lieber 5 Minuten länger föhnen und dann halt wirklich dem Haar die Chance zu geben, dass es trocknet. Und genau, und nicht dann wie bei dem normalen Föhn von außen nach innen, sondern ne, dass es die Struktur ruhiger bleibt, dass die Schuppenschicht sich nicht so abstellt. Und ja, gerne auch kopfüber. Also, ne, dass man kopfüber erstmal ein bisschen Stand in die Ansätze bekommt und dass das Haar dann mehr Volumen hat. Mhm. Super, interessant. Was hältst du von diesen ganzen Kletteisengeschichten? Gibt es da auch welche, die weniger schaden oder schaden die generell alle, weil sie damit Hitze? Also ich habe in meinem Salon die beste Erfahrung gemacht mit GHD. Ich liebe es. Es hat unsere Friseurbranche revolutioniert. Ja. weil es einfach, wow, man kann so viel machen und es ist wirklich auch wirklich, ja, was das Haar schnell verändert, Glanz gibt, schön aussieht. Ich liebe es immer noch, aber natürlich Vorsicht, wirklich mit Hitzeschutz. Es muss immer ein Hitzeschutz drunter, also auf das Haar aufgetragen werden, dass man das Haar nicht verbrennt. Natürlich Vorsicht bei gesträhnten und aufblondierten Haar. Ich finde, es ist kein Gerät, was man unbedingt jeden Tag benutzen sollte, sondern einfach wirklich, ja, wenn man was vorhat oder, ne? Also es ist schon warm auf das Haar und es hat schon auch wirklich Einfluss. Und es muss einem bewusst sein, je mehr ich meinen Styler, bei GHD heißt es ja Styling-Eisen, benutze, weil man Locken machen kann und glatt. Und je mehr muss ich dem Haar wieder an Nährstoffen zurückgeben. Also das ist schon ganz wichtig. Aber ich liebe es von der Optik, wenn man damit wirklich sinnig umgeht oder in Maßen, ist das top. Mhm. Ja, schön. Was wären jetzt die optimalste Nährstoffkomponente für die Haare? Wo kann ich die einsetzen? Innen, außen, auf die Haare oder... Du hast ja da auch ein Buch dazu geschrieben, also auch viel entwickelt. Was ist für dich jetzt wirklich so das Sinnvollste? Genau, also ich finde schon, wir haben ja nun viele Jahre, meine Schwester und ich, an Herlexier gearbeitet. Und Herlexier ist einfach auch ein Produkt, was die Haarwurzeln von außen optimal ernährt, aber dem Haar durch Aloe Vera und Hyaluron auch wirklich viel dem Haarschaft selber gibt, weil es ja dann auch ins komplette Haar, also es wird auf die Kopfhaut aufgetragen, aber es ist ja automatisch immer, dass es auch ins restliche Haar kommt. Und das ist so einfach meine optimale Vorsorge für das Haar, weil ich weiß ja auch nicht, wann kommt ein kleiner Nährstoffmangel von innen oder wann. Und so kann ich einfach gewährleisten, mein Haar ist immer optimal versorgt. Ich benutze das wie einfach eine Tagescreme oder eine Nachtcreme, wo ich meine Gesichtshaut ernähre ich einfach mit Herlexier die Haarwurzeln von außen und bin einfach sicher, diesen optimal versorgt. Von innen gibt es natürlich zwei Sachen, die einfach immer wirken. Ist einmal die Braunhirse, die einfach alle Nährstoffe hat, was Haut, Haare, Nägel schön macht. Gerade weil Haut, Haare, Nägel als letztes versorgt werden und davon die Haare nochmal als nächstes. Und Basilikumsamen. Das ist wirklich Basilikumsamen, so kleine schwarze Körnerchen. Und die kann man sehr gut natürlich im Wasser einfach quellen lassen. Das ist dann wie so eine kleine Gelschicht drumherum. Oder ich mache es mir einfach morgens in meinen Joghurt. Und das hat einfach auch alle Nährstoffe, die man für das Haar braucht. Gerade Zink, Eisen, Vitamin E,
um halt das Haar optimal zu versorgen. Und das sind so Basics, die man einfach machen kann, um immer schönes, junges Haar zu behalten. Super, sehr spannend. Jetzt so abschließend für die Verjüngung, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Haben wir alle, also wir haben Waschen, wir haben Föhnen, Kämmen haben wir vergessen. Ja, das stimmt. Genau, also Kämmen ist auch, man darf das Haar nicht wirklich reißen, ne? Dass man wirklich, also man hat früher immer, wir haben bei George Michael gelernt, nasse Haare nur kämmen, trockene Haare nur bürsten. Mittlerweile bin ich schon so ein bisschen, ich liebe diesen Tangle Teaser, der einfach, das ist ja eine Bürste, die Kunststoff, weiche Kunststoffborsten hat, die sich umknicken, wenn man bürstet. Mhm. Und wenn jetzt hier irgendwo ein Knötchen ist, dann knickt diese Borste, weil die so weich ist, um. Und ich muss ein paar Mal drüber gehen, ohne mein Haar kaputt zu reißen. Also dieser, wer den Tangle Teaser nicht kennt, muss ihn googeln und besitzen. Weil jeder, der, ich habe eine Tochter, mittlerweile ist sie 23, aber ich hätte mir gewünscht, wo sie klein war, nach dem Schwimmen, ich hätte diese Bürste gehabt, weil sie wirklich ganz sanft entknotet, ganz sanft das Haar entwirrt und nicht so wehtut und wirklich haarschonend ist. Von daher muss man das, glaube ich, so ein bisschen revidieren und sagen, nasse Haare niemals bürsten. Mit Tangle-Teaser ja, aber nicht natürlich mit so einer Metall-Ruckbürste oder was es da alles gibt. Also keine feste Borste, damit man die Knoten nicht abreißt. Und Jetzt fällt mir gerade ein, wenn du Tochter sagst, es gibt ja auch diese Phase in der Pubertät, wo die Kinder dann so wirklich so eine fettige Haarwelle bekommen. Würdest du dann auch mit dieser individuellen Bürste, das hast du mal erzählt, dass jeder in der Familie eine eigene Bürste braucht, so eine dann wirklich das Ausbürsten oder gibt es da noch einen Trick? Also das mit dem Ausbürsten geht so nicht. Das ist ja eine hormonelle Geschichte. Es ist einfach, im Körper wird wirklich viel umgestellt. Es ist in dem Moment auch am Haar eine Umstellung. Die haben, also Kinder haben bis zur Pubertät einen mega hohen Säureschutzmantel am Haar, mhm. Was auch bedeutet, man kann die Haare gar nicht richtig färben oder das hält gar nicht gut oder Dauerwelle machen oder sollte man auch nicht. Und dann wird das alles so aufgebrochen und das Haar, die Kopfhaut fettet. Die Haut wird meistens unschön. Also ich arbeite dann wirklich mit Shampoos, die halt in dem Fall Teebaumöl enthalten oder Kräuter, Thymian, die das einfach auf Kräuterbasis ein bisschen beruhigen. Mhm. Ein bisschen besser machen, auch die Kopfhaut gut reinigen. Das ist wichtig, dass die Pore aufbleibt, dass die Kopfhautatmung da ist und dass sich dieser Hautteig nicht so fest macht auf der Kopfhaut. Aber es ist nicht so richtig, dass man dadurch, dass man sagen kann, man verkürzt diese Phase, die ja meistens zwischen einem halben und einem Jahr andauert. Man kann sie nur verbessern, aber nicht richtig Einfluss. Schön. Wenn man jetzt doch sich noch weiter informieren möchte, um die Haare zu verjüngen, gibt es da Möglichkeiten? Genau. Also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt auch Haare werden jünger. Da gehe ich natürlich noch mal viel intensiver auf alle Tipps ein, gerade auch was Nährstoffe sind, wie man sich besser ernähren kann. Was heißt besser ernähren kann? Haarbewusster ernähren kann. Das ist ja der richtige Ausdruck. Und ja, was man auch einfach alles, was man für die Schönheit oder für das Jungerhalten der Haare machen kann und unternehmen kann. Mhm. Ja, und dieses Buch, oder man kann auf unserer Webseite gucken, die heißt www.herlexier.com, wo man natürlich auch das Buch käuflich erwerben kann und sich aber auch nochmal über Herlexier informieren kann. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea, für die Tipps und da werde ich mir einiges jetzt mal umsetzen und freue mich, wenn wir uns dann bald mal wiedersehen. Schön, vielen Dank für das Gespräch. Bis bald.
Liebe Zuschauer, ja, die Haare immer wieder ein wichtiger Faktor, umso schöner, dass es doch Hilfsmittel, Tipps und Tricks gibt von Experten, die uns natürlich hier zur Verfügung stehen. Und ich freue mich immer wieder, auf solche tollen Menschen zurückgreifen zu dürfen. Ich hoffe, Sie auch. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.